Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur aktuellen Sendung von OrgaTV. Falls Sie meine Kollegin Michelle erwartet haben, muss ich Sie leider enttäuschen. Michelle ist momentan unterwegs für den Saarländischen Traditionsverein Borussia Neunkirchen und ist heute Abend noch in München, wird uns allerdings in den nächsten Wochen einige interessante Neuigkeiten von ihrem Auftrag liefern. Zu diesem Thema haben wir im Laufe der Sendung auch noch einen interessanten Beitrag. Weiterhin hatten wir letzte Woche das Thema Vollversammlung. Zu diesem Thema waren bereits hunderte Studenten in den Audimax geeilt und haben der Diskussion zwischen den verschiedenen Fakultätsvertretern gelauscht. Im Verlaufe dieser Diskussion wurde auch zur Demonstration aufgerufen. Zu dieser Demonstration werden wir heute gleich zwei Beiträge senden und haben gleichzeitig auch noch einen Studiogast, der uns nähere Informationen zu diesem Thema liefern wird. Aber kommen wir zunächst einmal zum aktuellen Thema. Der Studiogast Mario Biesel wird uns im Nachhinein zeigen, was genau Sie tun können, um Ihr Studium zu retten. Kommen wir nun zur Demonstration bzw. zum ersten Teil. Kommentiert wird dieser Beitrag durch unsere Hochschulexpertin Julia Laufer. Am Donnerstag, den 30.04., sind wir dem Aufruf der Fachschaft gefolgt und haben uns vor dem Gebäude B41 formiert. Bewaffnet mit Plakaten und Trillerpfeifen zogen wir voller Motivation los, um uns für unser Studium einzusetzen. Ziel war das Präsidium samt Universitätspräsidenten Volker Linneweber. Trotz mäßigen Witterungsverhältnissen und einigen Schauern sammelten sich rund 700 Studenten, um gegen die Zersparung zu demonstrieren. Nach einem langen Marsch über den Campus sind wir vor dem Präsidium angekommen und es gelang uns, unterstützt durch die Fachschaftsvertreter und einige Professoren, den Präsidenten zur Rede zu stellen. Wir verursachten einen solch ohrenbetäubenden Lärm, dass Professor Linneweber keine andere Wahl hatte, als sich mit uns auseinanderzusetzen. Seminarplätze, die ausreichen, dass wir vernünftig studieren können. Und deswegen sind wir hier und verleihen uns eine Stimme.
2009 bis 2014 sind pro Jahr in etwa 1 Million Hochschulpraktikmittel leider nicht abgeflossen. Wir bedauern das sehr. Wir hätten es gerne gesehen, wenn dieser Qualitätsverlust, der uns berichtet wurde gestern, in dem Bereich der Lehre nicht zustande gekommen wäre. Und da muss ich die Verantwortlichen aus der Fakultät sehr ernst anschauen. Schließen die Hochschulpraktikmittel nicht übers Präsidium? Ist es nicht traurig? Sie müssten das doch wissen. Es kann doch nicht sein. Sie können doch unserer Fakultät keine Misswirtschaft vorwerfen. Sie sind der Universitätspräsident. Wenn Sie nicht wissen, wo den Fakultäten läuft, da wollen alle vernünftig ausgebildet werden können, weil dafür sind wir hier und dafür sind unsere Hochschulpraktikmittel da. Wir möchten keine Schuldzuweisungen, wir möchten Lösungen. Und zwar jetzt und nicht morgen. Wie der Beitrag bereits erahnen lässt, waren zahlreiche Studenten betroffen und das spürte man auch. Man merkte allen Studenten und Studierenden bei der Demonstration an, dass sie selbst nun im Fokus standen und nur sie selbst nun ihre Situation verändern können. Die Situation war bereits hier schon sehr angespannt, als Präsident Linde Weber sich dem Gespräch stellen musste und spitzte sich weiter zu. Wir haben im Folgenden am Ende der Sendung noch einen Beitrag, in dem es weitere Informationen zu diesem Thema geben wird. Auch jetzt spürt man noch, wenn man sich mit den Studenten und Studierenden der Fakultäten der Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften unterhält, dass das Thema omnipräsent ist. Alle Studierenden wollen wissen, wie geht es weiter. Hierzu wird sich später noch unser Studiogast äußern. Von einem emotionalen Thema zum nächsten. Der saarländische Traditionsverein Borussia Neunkirchen, mit dem unsere Reporterin Michelle momentan unterwegs ist, steht vorm Untergang. Sprich, die Insolvenz droht, der Verein kämpft um die Existenz und versucht, den drohenden Niedergang abzuwenden. Einigen Anhängern Borussia Neunkirchens ist in diesem Kontext eine originelle Idee gekommen. Michelle, unsere rasende Reporterin, fährt gemeinsam mit Rainer Kallmund momentan durch die Republik und versucht mit dem VW Käfer Investitionen zu generieren und alle Bundesliga-Clubs zu motivieren, ihre Spieler auf dem VW Käfer unterschreiben zu lassen und so möglichst viele Gelder für den Traditionsclub zu sammeln. Schauen Sie selbst. Fußballverein VfB Borussia Neunkirchen. Dieser wurde am 24. Juli 1905 gegründet und seine Vereinsfarben sind schwarz und weiß. Die erste Mannschaft der Borussia spielt in der aktuellen Saison 2014-2015 in der Oberliga Südwest und steht derzeit auf dem 12. Platz. Das auf dem Mont-la-Ville-Platz seit 1912 ansässige Ellenfeld-Stadion bietet Platz für 19.600 Fußballbegeisterte. Die größten Erfolge des Vereins waren die Bundesliga-Zeit von 1964 bis 1968 sowie das DFB-Pokalfinale 1959. Zurzeit hängen dunkle Wolken über dem Ellenfeld. In der Osterwoche musste der Verein aufgrund von rund 400.000 Euro Schulden Insolvenz anmelden. Seit dieser Zeit grübeln sämtliche Vereinszugehörige und Fans über die Zukunft des VfB. Sie überlegen sich Aktionen unter dem Slogan »Alte Liebe lebt« zur Rettung des Traditionsvereins. Nach der Aktion 1000 plus X wurde die Idee geboren, mit einem VW Käfer von Bundesligastadt zu fahren. Warum mit einem VW Käfer? Dieser Käfer hat eine Geschichte, denn er wurde 1961 gebaut, hatte also, genau wie die Borussia, seine Glanz- und Blütezeit in den 60er Jahren. So konnte die Brücke zwischen dem Käfer und dem VfB geschlagen werden. Ziel der Tour war es, Unterschriften von aktuellen und ehemaligen Fußballprofis der ersten Bundesliga auf dem Auto zu sammeln, um den Käfer zu einem späteren Zeitpunkt zu versteigern und den Erlös zum Wohle des Vereins einzusetzen. Das Auto wurde weiß lackiert und mit dem Logo des Vereins geschmückt. Und so ging es dann am 4. April in Saarlouis los. Hier unterschrieb als erster Rainer Kallmund. Nach ihm ging es zu Hertha BSC Berlin, zu Union Berlin, nach Wolfsburg, zu Berti Vogts, nach Gladbach, Leverkusen, Dortmund, auch nach Köln, Mainz und zum FC Bayern München ging es. Es unterschrieben nach Kallmund Stars wie Thomas Müller, Franck Ribéry,
Welttorhüter Manuel Neuer, Pep Guardiola, Subotic, Karim Bellarabi, Xabi Alonso, André Schürrle, Berti Vogt, Marco Reus, Jürgen Klopp, der Welttorschütze im Finale Mario Götze und viele mehr. Für unsere sportinteressierten Zuschauer werden wir an diesem Thema natürlich dranbleiben und werden samt Michelle, die momentan unterwegs ist im Namen des Vereins, in den nächsten Wochen mit brandaktuellen Informationen aufwarten. Der Weg des VW Käfers startete übrigens in im Saarparkcenter in Neunkirchen und wird jetzt durch die Republik weitergeführt. Aber kommen wir nun zurück zum Thema, das an Aktualität nicht zu überbieten ist. Es folgt nun die bereits angekündigte Diskussion zwischen Universitätspräsident Volker Linneweber und Universitätsprofessor Weth. Schauen Sie selbst. Ich kann Ihnen leider nur berichten, Herr Weth, in der Zeit Ihres Dekanats sind diese Mittel nicht so abgeflossen, wie sie hätten abfließen können. Sodass wir jetzt das Problem haben, dass das Land uns vorwirft, die Mittel seien nicht abgeflossen und nicht verstehen kann, wie wir denn nach mehr Mitteln rufen. Verehrter Herr Linneweber, man muss auch im Rahmen einer Demonstration ehrlich bleiben. Sagen stimmt nicht und ich nehme nicht das schlimmere Wort in den Mund, was mit L und Ü anfängt. Es ist kein Cent von Hochschulpaktmitteln ausgegeben worden, der nicht über die Konten der Universität gelaufen ist. Jeden Cent wussten Sie. Im Übrigen, Herr Linneweber, die meisten unserer Hochschulpaktmittel haben Sie ausgegeben, indem Sie nämlich in die Fakultät hineinregiert haben und gesagt haben, und das muss gemacht werden und das muss gemacht werden und das. Und wenn Sie versagt haben und Sie sagen, jetzt wir hätten schlechte Lehre gemacht, dann ist das schlichterdings unanständig. Mir ist sehr daran gelegen, dass die Lehre an dieser Universität exzellent ist. Wir wünschen uns natürlich sehr, dass Sie es dann auch schaffen, die Veranstaltungen, die für 20 Leute angesetzt waren und mit 120 durchgeführt werden, aus Hochschulpaktmitteln zerkleinern und daraus dann eine entsprechend höhere Anzahl von Veranstaltungen machen. Denn gestern wurde ein sehr anderer Eindruck vermittelt, Herr Kollege Weth, als Sie jetzt heute zum Ausdruck bringen. Nur damit Sie alle Bescheid wissen, über welche Hochschulpaktmittel der Herr Präsident redet. Die Fakultät hat keine Hochschulpaktmittel mehr. Die hat uns nämlich alle vor einem halben Jahr wieder abgenommen. An dieser Stelle muss ich ihm recht geben. Gezwungen worden, diese Hochschulpaktmittel in die verfügbaren Mittel einzuberechnen, weil das Land uns dazu veranlasst hat, sämtliche nicht verplanten Mittel zunächst mal zu sichten und in den nächsten 5 Jahren abfließen zu lassen. Aber auch für solche Maßnahmen, von denen wir eben sprachen, nämlich Maßnahmen zur Verbesserung von Studium und Lehre. Wir sind die Studierenden und wir wollen, dass vernünftige Lehre möglich ist. Und wenn seit einem halben Jahr keine Hochschulpaktmittel mehr fließen, dann können unsere Professoren diese Lehre auch bei Gott nicht sicherstellen. Was sollen sie das jetzt selbst bezahlen? Wir haben keine Lust, uns mit solchen machtpolitischen Sachen auseinanderzusetzen. Wir wollen studieren und vorbereiten auf unser Leben nach der Uni. Und wenn das ein Präsidium nicht sicherstellen kann, dann fragen wir uns doch ernsthaft, was an dieser Uni verkehrt läuft. Wir wollen gehört werden. Wir wollen, dass wir wahrgenommen werden und dass wir geschätzt werden, weil wir sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Universität. Also nehmen Sie doch diese Demonstration zum Anlass, nochmal in sich zu gehen, zu überlegen, wo das Geld hin muss und was zu uns Studierenden. Und dann hoffe ich doch sehr, dass wir alle bald genügend AGs, genügend Seminarplätze, genügend Tutorien haben und unsere Professoren in der Lage sind, ihre Lehrstühle vernünftig auszustatten, um uns vernünftig zu unterrichten und zu lehren. Das würden wir uns wünschen. Wie angespannt die Stimmung zu diesem Zeitpunkt der Demonstration war,
konnte man aus dem Beitrag bereits erahnen. Passend zu diesem Thema haben wir nun einen Studiogast, der uns nähere Informationen liefern wird. Herzlich willkommen, Mario. Vielleicht stellst du dich erstmal unseren Zuschauern daheim am PC selbst vor. Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Mitglied der Fachschaft Fitnesswissenschaften, studiere BWL im vierten Semester und ja. Okay. Wie bist denn du zur Fachschaft gekommen, Mario? Ja, ich war immer schon interessiert, irgendwie mich so ehrenamtlich irgendwie zu engagieren. Man bekommt auch sehr viele Einblicke ins Studium, von denen man jetzt irgendwie, sag mal, als normaler Studierender nicht unbedingt mitbekommt. Ja. Und vor allem bei so Sachen wie momentan, die akut sind, macht es mir auch sehr viel Spaß, mich da zu engagieren. Okay. Die meisten von Ihnen sollten Mario bereits von der Vollversammlung kennen. Dort war er auch schon präsent. Jetzt haben wir ja gerade unsere beiden aktuellen Beiträge zur Demonstration gesehen. Wir vom Orga-TV-Team waren ja auch dabei und ich hatte den Eindruck, dass man wirklich merkt, dass sich was bewegt. Wie war die Resonanz für euch als Vertreter der Fachschaft? Ja, also zunächst muss man sagen, dass das Wetter nicht so optimal war für die Demonstration. Es war ja sehr regnerisch, aber trotzdem, wie man ja eben schon sah, waren wirklich viele Studenten da. Leider muss man auch sagen, dass es noch viel mehr Studenten betrifft, als die, die jetzt letzte Woche da gewesen sind. Aber man hat auch schon am Anfang gemerkt, also auch schon, als wir vor dem B4 einstanden, dass die Studenten auch untereinander viel über die Sparmaßnahmen diskutiert haben und da es auf jeden Fall Interesse bestand, irgendwie was zu bewegen. Okay. Also ich persönlich als Studierender der Fakultät 1 habe das Gefühl, dass jetzt das Thema immer noch bei allen akut ist und dass immer noch viel über dieses Thema diskutiert wird. Wie ist denn für euch als Fachschaft die Resonanz jetzt im Nachhinein? Was bekommt ihr an Rückmeldungen und an Eindrücken, an Fragen? Gibt es da irgendwas, was besonders heraussticht? Ja, also an Eindrücken auf jeden Fall. Wir haben natürlich gehofft, dass so viel Interesse besteht, konnten davon aber auch nicht unbedingt ausgehen. Mhm. Man hat ja auch gesehen, wie laut die Leute waren vor dem Präsidium. Das macht schon ganz deutlich, dass es auf jeden Fall mittlerweile quasi gemerkt wird, dass man da auch betroffen ist davon. Also dass es nicht etwas ist, das erst in 2 Jahren passiert oder sowas, sondern dass die Studierenden auch merken, dass sie jetzt da betroffen davon sind und dass es jetzt auch um ihre eigene Haut quasi geht. Ja. Wir haben uns jetzt als Studierende vom Präsidium Gehör verschafft. Man weiß nun, dass wir bereit sind, aufzustehen und etwas zu tun. Nur, wie geht es nun weiter, Mario? Was passiert als nächstes? Was wir wollen, haben wir lautstark verkündet. Und was kommt nun? Ja, zunächst wollen wir uns mal ganz klar positionieren. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie in einen Machtkampf zwischen der Fakultät und dem Präsidium irgendwie verwickelt werden, sondern wir wollen halt klarstellen, dass unser Studium quasi noch gut ist, also dass es studierbar ist, dass wir, darauf haben wir ja noch Anspruch. Und was jetzt geplant ist, ist, wir zum Beispiel morgen haben wir als Fachschaft ein Treffen mit dem Qualitätsbüro, in dem es darum geht, quasi die Probleme, die aktuell herrschen im Studium, zu besprechen und auch welche Auswirkungen die Sparmaßnahmen haben werden, also welche Probleme dadurch entstehen werden. Danach wird wahrscheinlich wieder konkreter klar sein, in welche Richtung der Weg geht. Ist zu erwarten, dass es in den nächsten Wochen Demonstrationen oder Aktionen ähnlicher Größenordnung geben wird, wie diese Demonstration, von der wir berichtet haben? Momentan ist noch nicht definitiv geplant. Ja. Allerdings sind wir in der Planungsphase drin. Und falls wir dann wieder irgendwas in die Richtung planen, werden wir natürlich dann die Studierenden über sämtliche Medien, also das heißt Facebook, vielleicht wieder über E-Mails kontaktieren und informieren. Das Thema ist brandaktuell, was man auch daran erkennt, dass die Saarbrücker Zeitung einen großen Artikel zu dieser Thematik veröffentlicht hat. Persönlich wiederum kann ich nur sagen, merke ich, dass was passiert. Wie ist denn deine Meinung? Denkst du, dass diese Demonstration nun etwas bewirkt hat und dass sich der Weg des Universitätspräsidenten nun ändert, dass eventuell ein Umdenken stattfindet, was ja auch von der Katharina Waller gefordert wurde? Oder wie ist deine persönliche Auffassung? Also natürlich kann man nicht in den Kopf des Präsidenten quasi sehen, was er jetzt dafür quasi Reaktionen bringt. Aber ich fand es einfach mal wichtig, dass wir gezeigt haben, dass wir noch da sind, dass wir nicht nur da stehen und das mit uns machen lassen quasi, sondern dass wir halt wirklich interessiert sind. Und ja, das fand ich einfach ein wichtiges Statement für uns. Was danach passiert, das kann man natürlich noch nicht sagen.
Wir hoffen natürlich, dass sich was ändert und dass das auf uns eingegangen wird und dass wir quasi das bekommen, was uns irgendwo auch zusteht an Studienqualität. Ja. Aber sicher sagen kann man natürlich noch nichts. Und eben diese Studienqualität ist ja, was uns allen am Herzen liegt. Jetzt fragen sich viele, ich war jetzt bei der Demo, ich bin aufgestanden, jeder hat gesehen, es passiert was. Was kann ich jetzt als Studierender konkret tun, um etwas zu bewegen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, mich zu engagieren? Ja, natürlich. Also wie man schon gesehen hat, sind wir als Fachschaft in den letzten Wochen sehr aktiv gewesen. Und ja, das geht eigentlich raus an jeden, der irgendwie Interesse hat, sich da zu engagieren. Und zwar, wer irgendwie Interesse hat, auch vor allem in dem jetzt aktuellen, wichtigen Punkt mitzuarbeiten und da irgendwie mitzuwirken. Also Hilfe ist immer gesehen. Wir haben dienstags um 18 Uhr immer eine Sitzung. Zu der kann man natürlich kommen, wenn man Lust hat. Man kann sich auch vorher eine E-Mail an info@fachschaft-vivi.de schicken. Und ja, also wir freuen uns immer, wenn nochmal neue Leute kommen und interessiert sind, damit helfen wollen. Also die interessierten Studenten kontaktiert die Fachschaft. Es braucht Studierende, die sich engagieren, um etwas bewegen zu können. Dann bedanke ich mich schon mal bei dir, Mario. Danke. Als Vertreter der Fachschaft. Wir als Orga-TV-Team bleiben natürlich an dem Thema dran und berichten weiter. Als kleine Vorschau auf nächste Woche haben wir einen Beitrag zum Thema Barrierefreiheit. Sprich, wie ist die Uni gerüstet, wenn es um Leute gibt, die ein Handicap haben. Wie mehrfach erwähnt, wird auch Michelle wieder zurück sein und wird mit Neuigkeiten zum Thema Borussia Neunkirchen aufwarten. Und wir werden wieder einen Studiogast hier haben im Studio. Nächste Woche wird Timo Mildau erwartet, der Vorsitzende des RCDS, und wird uns auch wieder eine andere Meinung bzw. Neuigkeiten zu dem Thema Hochschulpolitik geben. Dann bedanke ich mich bei allen Zuschauern fürs heutige Einschalten und wünsche schon mal im Voraus ein schönes Wochenende und viel Spaß eventuell auf der AStA Semestereröffnungsfete. Nächste Woche heißt es wieder einschalten um 18:18 Uhr am Mittwoch. Schönen Dank. Tschüss.